Freunde, heute mit einem wunderschönen Regen fangen wir die Folge mal wieder an. Und ihr wisst natürlich, immer wenn es regnet, müsst ihr immer in die schöne, gute, alte Sonne gucken und ihr seht einen Regenbogen. Tatsächlich ist unser jetziger Regenbogen immer noch ein bisschen fake, aber wir hoffen einfach mal, dass sich bald dieser komische Regen hier legt und wir natürlich unseren Alltag im guten alten Minecraft-Geist weiterleben können. Ach ja, das gute alte Minecraft-Geist. Ich muss natürlich immer... Oh, es hat geklingelt. Hallo? Hallo? Oh. Du bist es, umgekehrte Schaf. Dinnerbone. Ja, das sind natürlich Sachen, die sind normal in Minecraft-Geist, wenn sich die Schafe auf den Kopf drehen und die Kühe auch und alles, ja. Das ist natürlich ganz normal. What the fish? Ah, es greift mich ein umgedrehter Zombie an. Der wird gleich mit seinen Beinen... Wie läuft der eigentlich, wenn er ein Breakdance... egal, weißt du was? Lass doch die Leute einfach breakdancen. Sollen die Leute doch tun und machen, was sie wollen. Ah, jetzt fangen wieder an, diese komischen Blöcke hier zu fliegen. Ich werde mich, glaube ich, einfach mal verziehen und einfach mal den Zombie tun und machen lassen. Da ist er auch schon tot. Hat er irgendwas gedroppt? Nein, nur Fleisch. Okay, ich habe übrigens mal einen Mod gelesen. Ja, es gibt tatsächlich einen Mod. Also ihr müsst euch mal vorstellen, ja, einen Mod zu schreiben ist doch bestimmt eigentlich relativ schwer. Es gibt doch viele Leute, die irgendwie programmieren und sowas in der Art können, ja. Und es gibt einen Mann oder eine Frau, die hat einen Mod geschrieben oder er hat einen Mod geschrieben, wo man tatsächlich Zombiefleisch nehmen kann und einfach in Leder umarbeiten kann. Und mehr kann der Mod nicht. Ja, das heißt, du kannst mit diesem Mod, wenn du ihn installierst, gehst du zu seinem Dings hin, ja, und dann schmeißt du hier oben einfach Zombiefleisch rein und unten Kohle und dann wird Leder draus. Und dafür hat ein Mensch sich gesagt, ja, diesen Mod muss ich schreiben. Das ist wichtig. Und deswegen, meine werten Damen und Herren, müsst ihr schon nicht denken, dass... Ja, wie viele umgedrehte Tiere werde ich denn jetzt heute hier eigentlich noch sehen? Eigentlich hatte ich heute noch mal was ganz, ganz anderes zu tun. Ich wollte nämlich hier ein paar Cobblestone Arenos nehmen, dann hier eine wunderschöne kleine Workbench besitzen. Übrigens, hier war mal eine Workbench drin, an die Leute, die sich immer fragen, hey, Roman, warum ist denn da eigentlich immer so ein Loch unten drin, ja? Der gute alte Geist. Immerhin ist hier noch eine Kuh mit richtigen Dings am Umsatz, ne? Also mit einem richtigen, guten alten Standfuß, ja? So, die steht eigentlich ganz gut, ne? Alles super, alles toll. Aber eigentlich hatte ich heute was anderes vor. Und zwar wollte ich nämlich hier eine Treppenstufe bauen. Und ich möchte natürlich noch mal ein bisschen was erzählen. Und zwar dieses Jahr wird natürlich noch mal ein ganz besonderes Jahr, wo wir sehr viel Eis laufen werden. Denn wir nehmen unsere Schlittschuhe und werden auf unsere Eisbahn hier in Minecraft Geister. Lalala. Ach komm, wenn ich mal hier ein bisschen Schlittschuh fahren möchte, dann kannst du mich da auch ein bisschen fahren lassen, oder? Nein, ich bin... Oh, dankeschön, Geist! Oh, yeah! Ich fahre Schlittschuh! Oh, da sind überall Süßigkeiten und die schwimmen überall umher. Wow, guck mal, das ist echt mega cool. Man kann hier echt super viele Items rumwerfen und die schweben halt überall hin. Guck mal, da ist eine Kuh auf dem Rücken. Jetzt können wir die mit, jetzt können wir die so ein bisschen schieben. Ey, wir können Fußball spielen. Warte mal. Wenn wir uns jetzt hier so einen Cobblestone machen, ne, dann machen wir uns hier so ein kleines Tor oder so, ne, so ganz gechillt, so ganz, ganz gediegen, easy peasy. Und dann nehmen wir hier nochmal kurz und bauen das ab. Und dann gehen wir hier mit der Kuh hin und dann schieben wir sie. Und oh, da kommt ein Mittelflankenpass und dann nehmen wir nochmal Anschwung und das Ding kommt in den Ball und es ist ein Tor! Es ist Deutschland und ich habe ein Tor! Okay, gut, alles klar. Ich bin nicht so gut im Kommentieren, meine werten Damen und Herren. Und die Eisfläche ist auch schon wieder verschwunden. So schnell verschwindet der Spaß in Minecraft, Guys. Ihr wisst Bescheid. Leute breakdancen auch den ganzen Tag sehr gerne herum. Das ist auch etwas... Es ist komisch, okay? Ich gebe es zu, bei uns sind alle komischen Ereignisse komisch, aber eigentlich wollte ich von etwas anderem erzählen. Meine werten Damen und Herren, es ist natürlich wieder die Zeit angekommen, und zwar die Zeit am Anfang des Jahres, wo ich meistens immer mit dem guten alten Lars oder so immer irgendwohin verreise. Und jetzt liegt es tatsächlich an euch, ja? Viele Leute von euch dürfen sich jetzt wieder... Die Tiere sind tot. Die mal nicht ablenken lassen. Okay, ist es normal, dass hier Schussgeräusche sind in diesem Projekt? Das ist alles gut, ja? Es sieht nämlich so aus, die meisten Leute kennen das natürlich, das Ritual, aber an die neuen Zuschauer, die erst mit Minecraft Guys hierher gekommen sind auf dem Kanal oder sowas in der Art, ne? Hier muss ich das natürlich mal ein bisschen erzählen. Es gibt nämlich eine neue Neuigkeit, die wir natürlich in Minecraft Masterbuilders mit dem guten alten... No Ketchup. Just sauce. Alles klar. Danke, Geist.
Vielen Dank. So, es gibt nämlich eine Tradition, meine werten Damen und Herren, die nennt sich nämlich, dass Lars und ich, ja, am Anfang des Jahres, immer dann, wenn ihr Ferien habt, ja, und wir günstige Flüge bekommen können, überall hinfliegen, wohin wir wollen, was ihr beziehungsweise wollt. Das heißt also, ihr dürft uns gerne wieder in die Kommentare reinschreiben, was für ein Land ihr gerne sehen wollt, ja. Wollt ihr uns auf Hawaii sehen? Oder wollt ihr uns vielleicht in New York sehen? Oder wollt ihr uns vielleicht irgendwo sehen, wo wir irgendwie richtig leiden müssen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Und wir werden dann einfach dahin fliegen und dort für euch ein Video drehen, ja? Viele Leute haben sich auf jeden Fall letztes Mal gewünscht, dass wir Süßigkeiten probieren sollen. Das haben wir auf jeden Fall gemacht und das kommt auf jeden Fall auch sehr gut an, ja? Meisten Leute mögen das auch richtig, wenn wir Süßigkeiten probieren. Deswegen werden wir das auf jeden Fall weiter irgendwie probieren. Das heißt, falls ihr irgendwie eine Idee habt und ihr euch so denkt, hey, ich möchte unbedingt, dass die zwei Trottel unbedingt nochmal hier diese Süßigkeit hier probieren, weil das ist die beste Süßigkeit, die gibt es nur da und da. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Es kann von mir aus auch Russland sein, es kann von mir aus auch irgendwie Albanien sein oder was weiß ich, ja. Und irgendwie könnt ihr ja bestimmt irgendwie da so einen kleinen Vorschlag oder sowas schreiben und dann wird es bestimmt irgendwie ganz cool werden. Ein kleines magisches Oh, da fliegt ein Schaf, was auf dem Rücken ist und es fliegt und es fliegt. Oh, oh, oh. Oh Gott. Was ist denn hier passiert? Hä? Ah! What the fish? Hilfe! Warum bin ich hier reingeflogen? Warum waren da Zombies drin? Das war gerade ein sehr komischer Moment. Ich habe irgendwie gerade gedacht, dass da irgendwie das Schaf runtergeflogen ist und dann ist es da irgendwie drin gestorben. Voll komisch. Okay, das ist auf jeden Fall das, was sie eigentlich vorhatten. Das heißt also, falls ihr eine Idee habt, ja, wo der gute alte Lase und ich irgendwie hingehen können, beziehungsweise, ey, what the fish? Hier ist aber unser Keller. Junge, hier ist aber unser Keller. Und hier ist auch schon eine Kuh drin, die natürlich auf dem Rücken ist, weil es ist natürlich absolut normal, dass Tiere sich überall auf dem Rücken befinden und überall sind, ja. Und was auch nochmal eine ganz... Oh, warte mal, wir hatten hier wieder das Licht angelassen. Strom sparen. Ich vergesse, Leute, immer, wenn ihr aus einem Raum oder sowas rausgeht, tut euren Eltern was Gutes und macht den Lichtschalter aus, ja. Ganz wichtige Situation. Das müssen wir immer machen und niemals vergessen. So, was ich eigentlich sagen wollte, Lase und ich, wir ziehen ja dieses Jahr jetzt auch noch zusammen. Das heißt also, stattdessen, also ihr könnt jetzt nicht nur die ganze Zeit reinschreiben, was ihr von uns, welches Land ihr von uns sehen wollt, sondern ihr dürft euch jetzt tatsächlich auch noch weiteres wünschen. Und zwar dürft ihr euch auch hier ab jetzt wünschen, was wir denn im Alltag so machen wollen, sollen. Ja, das heißt, falls ihr irgendwie sagt, Roman, färbt euch die Haare, ja, dann... färben wir uns die Haare, wenn ihr versteht, was ich meine, ja. Also, wir können theoretischerweise, ich habe jetzt meine Kopfhörer hier runtergeschmissen, ne, falls ihr jetzt also wollt, dass wir uns irgendwie die Haare färben oder sowas, na, dann sind wir natürlich für alles offen, ja. Wir sind Trottel. Und das stimmt wirklich. Lars und ich, wir sind wirklich Trottel. Und wir lieben es, trottelige Sachen zu machen. Und deswegen, meine werten Damen und Herren, dürft ihr euch natürlich alles wünschen, was ihr wollt, was keine nachhaltigen, starken Schäden von sich tun lässt. Also, Roman, nimm mal deinen Fuß ab und schmeiß ihn mal gegen den Baum, zählt nicht, ja? Und was ich euch jetzt eigentlich auch noch zeigen wollte, bevor ich jetzt irgendwie die ganze Zeit irgendeinen Schrott laber und irgendwie mein gesamtes Setup hier auseinandernehme, ich habe ein super tolles Bild gesendet bekommen bezüglich dem Dr. Auge Contest, was ich euch unbedingt noch zeigen wollte, ja? Weil das ist nämlich ein tolles Bild, das ist erst letztens reingekommen, wurde aber falsch eingesendet, weswegen ich es wahrscheinlich nicht richtig gelten kann, ja? Aber es wird auch sowieso, glaube ich, nicht unbedingt erster, zweiter oder dritter Platz werden, aber das hier ist ein Bild, was tatsächlich meiner Meinung nach vielleicht auch den vierten Platz belegen könnte. Weil das hier ist nämlich ein gutes altes Bild, wo der gute alte Dr. Auge irgendwo ist, wo ein kleiner Leuchtturm ist. Ja, und ihm wurden so kleine, coole Holzschuhe angezogen. Das sieht schon wirklich cool aus und gefällt mir wirklich, wirklich sehr. Wurde zwar nicht an die richtige E-Mail-Adresse abgesendet. Ihr müsst es immer an die E-Mail-Adresse absenden, ne? Wo ich es im Video gesagt habe von dem Dr. Auge-Contest. Das wollte ich euch unbedingt mal zeigen, ne? Weil das sieht nämlich mega cool aus. Es gibt nämlich noch andere Bilder, die ich euch gerne zeigen kann. Und zwar, was wirklich super lustig ist, das haben super viele gemacht, deswegen kann das leider nicht gewinnen, weil das zu viele Leute eingesendet haben, wie tatsächlich Dr. Auge die ganze Zeit Gurken schneidet, ja. Das Allerlustigste ist natürlich, weil Dr. Auge, der hat ja Arme, ja. Und Dr. Auge, der kann ja auch irgendwelche Sachen zerschneiden und tatsächlich hat hier jemand den Flügel genommen und ein Messer und die Gurke durchgeschnitten mit dem guten alten Messer. Sieht cool aus, gefällt mir, war auch eine sehr coole Idee, deswegen zeige ich es auch jetzt gerade nochmal hier. Das heißt also, falls ihr auch sowas ähnliches hier eingesendet habt, keine Angst, bis zum 15. Januar. 15. Januar, ja. An die Leute, die ihre Bestellungen zum Beispiel zu spät bekommen haben oder sowas in der Art, dürfte der 15. Januar ausreichen, ne? Und da ist wieder das vorherige Bild, okay.
warum auch immer, dürfte das wahrscheinlich ausreichen bis zum 15. Januar bis um 23:59 Uhr. Ja, lasse ich euch Zeit. Kein Problem. Einfach an die richtige E-Mail-Adresse senden, wo ich das in dem einen Video gesagt habe. Also hier, Dr. Auge Gewinnspiel auf YouTube eingeben, dann wisst ihr Bescheid, ne? Also, ganz wichtig. Und dann kann ich vielleicht nochmal ein kleines Beispiel geben, was vielleicht Leute auch noch eingesendet haben. Also, das hier ist auch ein sehr lustiges Bild geworden, was mir auch sehr gefallen hat. Möchte ich auch noch mal kurz zeigen, ja? Das ist hier der gute alte Dr. Frankenstein, ja, Dr. Frankenstein, der gute alte, man kennt ihn, er ist natürlich immer mit Kühlschränken, jetzt pack mal die Kühlschränke weg, wenn ich hier gerade irgendwelche Bilder zeige, ja, man muss ja auch irgendwie ein bisschen Respekt vor irgendwelchen Bildern haben, Geist, hörst du mich? Respekt ist der erste Weg zur Besserung, so, das... Okay, ich nehme die Pilze als Entschuldigung. So, auf jeden Fall, das hier ist tatsächlich Dr. Auge in einem Halloween-Kostüm oder sowas. Na, gefällt mir wirklich sehr, ja. Sieht auch wirklich cool aus. Ist eine sehr coole Idee gewesen, ja. Und das wollte ich euch einfach mal nur zeigen, ja. Und das sind halt eben diese Dinge, die hier den ganzen Tag gemacht werden. Habe ich nicht recht, mein kleiner Villager, ne. Das Leben ist hart, ne. Ja, genau. Machst du jeden Tag Break? Oh, oh, du kannst fliegen. Oh, du fliegst, okay. Wisst ihr... Irgendwann wird einem einfach hier alles weggenommen, was irgendwie nur ein bisschen was mit Spaß zu tun hat. Was soll ich damit? Geist. Was bringt mir das? Wisst ihr, das Problem ist halt dieser... Das Leben ist hart, so sind halt die Villager drauf. Das ist halt eben so. Und deswegen, wow, unsere Treppe hat sich verändert in irgendwie dunkle Blöcke mit einem Kühlschrank am Ende. So soll es natürlich auch sein. Mein 101. Kühlschrank habe ich jetzt gerade eben eingesammelt. Ja, das kann ich natürlich in meine Kühlschrank... wisst ihr was? Ich kann ja theoretischerweise, damals habe ich ja irgendwie auch so eine kleine Sammlung mit Stacheln gemacht. Ja, jetzt kann ich hier irgendwo an meinem guten alten Teich hier eine echte Kühlschranksammlung anfangen. Ja, das heißt, das hier sind meine ersten 4 Kühlschränke. Und ich glaube, bei mir zu Hause habe ich zufälligerweise auch noch 738 Kühlschränke oder so, ne? Ist natürlich kein Problem. Die Villager auf dem Kopf hier sind auch kein Problem. Das ist ganz normal in diesem Spiel. Falls ihr euch irgendwie denkt, was ist das hier? Das hier ist mein Kühlschrank. Ja, theoretischerweise könnte ich auch einfach meine Kühlschränke in Kühlschränken sammeln. Oh, guck mal, das ist nochmal ein Kühlschrank. Warte mal, vielleicht finde ich hier noch irgendwo einen Kühlschrank. Wenn ich vielleicht hier irgendwie runtergehe, kann ich da vielleicht in meinen Schränken. Ja, guck mal, das ist nochmal ein Kühlschrank, Kühlschrank, Kühlschrank. Ich glaube, die meisten Kühlschränke habe ich leider tatsächlich weggeworfen. Aber ab jetzt fange ich an, die tatsächlich zu sparen. Ja, weil ich hatte mal Hunderte da. Oh Mann, Geist, jetzt geh mir mal nicht. Oh, das war heute... hi! Na, wie geht's euch denn so? Wie geht's dir und deinem Bruder und wer ist das da hinten? Hey Roman, es gibt Neuigkeiten. Oh, es gibt Neuigkeiten tatsächlich. Ihr seid ja gleich zu dritt hierher gekommen, ja? War das... Ich wusste gar nicht, dass ihr mich besuchen wollt. Ihr habt euch gar nicht angemeldet. Aber, wer ist denn da bei euch? Also, wir haben hier diesen Jungen gefunden und wissen nicht, wie er heißt. Meint ihr diesen Jungen hier? Nee, habe ich noch nie gesehen. Keine Ahnung, wie er heißt. Nee, habe ich noch nie gesehen. Nee, keine Ahnung. Nee. Sieht aber genauso schlimm aus, so wie ihr damals. Ja, genau. Ja, ja. Und was ist mit ihm? Ja, genau. Also wollen wir den... wir haben hier diesen Jungen gefunden und wissen nicht, wie er heißt. Er kann auch nicht reden. Stimmt's? Ja... Kann er nicht reden, ne? Nee, kann er nicht reden, ne? Ja, also keine Ahnung, was ich dazu sagen soll. Noch nie gesehen, den Jungen. Keine Ahnung. Also, also, soll ich den dann hier aufpäppeln? Wollt ihr den gleich dann einmal hier lassen? Oder er sieht gar nicht gut aus. Ja, genau, das meine ich nämlich auch, ja? Er sieht überhaupt nicht gut aus und irgendwie muss man da ja irgendwie helfen oder so, ne? Hat ja auch irgendwie eine kleine Wunde da oben und der schaut auch gerne deinem Bruder ganz tief, ganz, ganz tief in die Augen, ja? Ich kann ihm sogar in sein Ohr reingucken von deinem Bruder. Wir lassen dir den Jungen einfach hier da und kommen dann übermorgen wieder. Ach so, ja klar. Kein Problem. Übermorgen klingt gut. Bis dahin habe ich ihn bestimmt schon aufgepäppelt. Ich kann hier, man kann ihm ja sofort hier einfach so einen kleinen Sitz anbieten. Dann kann er sich da einfach hinsetzen. Ich habe da extra diese Couch da hingesetzt. Okay, ich gebe es zu. Nicht unbedingt ich war das, aber du weißt, was ich meine. Du bleibst hier, verstanden? Okay, der bleibt dann wahrscheinlich hier und das wird dann wahrscheinlich auch klappen, ne?
Ich lass ihn einfach hier. Du kannst dann gerne wieder mit deinem Bruder gehen und wir sehen uns dann irgendwann wieder, würde ich mal sagen, oder? Ja, ich kümmere mich um ihn. Kein Problem. Ich habe definitiv, ich habe hier Kühlschränke, alles voll mit Essen. Wir sind bei wichtigen, wir sind bei mir wichtige Dinge erledigen. Okay. Alles klar. Dankeschön. Tschüss. Alter, what the fish, Alter? Warum haben die dich hier alleine gelassen? Alter, die haben dich halt wirklich vorbeigebracht. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ah, okay, du bist jetzt bei mir. Okay, wir müssen jetzt... okay, ich habe eine Idee. Ja, was sollen wir tun? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, was wir tun sollen, Mann. Aber sollen wir dich verstecken oder sowas in der Art? Oder wollen wir dich irgendwie anziehen oder sowas in der Art? Oder ich habe eine bessere Idee. Er ist jetzt bei uns. Leute, ihr habt uns die ganze Zeit zugeschaut. Ihr wisst, was abgeht. Schreibt uns in die Kommentare, was wir jetzt tun sollen. Sollen wir irgendwie verstecken? Sollen wir irgendwie so tun, als ob nichts wäre? Oder was sollen wir machen, Mann? Was sollen wir machen? Sag mal, ich hab so Hunger. Ja, kein Ding. Ich kann dir gleich was zu essen geben. Aber ich brauche deine Hilfe. Ist ja schon gut. Ich kann dir ja helfen. Aber es ist halt eben nicht so einfach, wie man sich das immer vorstellt. Haben die dir noch irgendwie was angetan oder sowas in der Art? Oder sind da ein paar Wunden dazugekommen? Nein, ja, das ist sehr komisch. Okay, hör zu. Ich habe dich schon informiert. Ich habe so Schmerzen. Ja, okay. Ich werde dir gleich helfen. Aber das Wichtigste ist jetzt erstmal, hier ist ein Geist in der Nähe. Ja, wenn der Geist kommt, dann drehen sich die Kühe hier um, wenn du verstehst, was ich meine. Ja, deswegen darfst du da keine Angst haben. Ich habe eine Idee, okay? Wir werden jetzt in der nächsten Folge, werden wir den Jungen hier wieder aufpäppeln. Und ich hoffe auf jeden Fall, dass ihr die nächste Folge wieder einschaltet, wenn es wieder heißt Minecraft Geist. Aber bis dahin müssen wir uns jetzt erstmal kurz überlegen, was wir tun. Oh nein. Oh nein, nein, nein. Geist, lass ihn in Ruhe. Bitte, Geist. Bitte, Geist, er ist noch so jung. Er kennt sich hier noch nicht aus. Oh nein.